Some people like to rock, some people like to roll. Ooh. But moving and a grooving, gonna satisfy the soul. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Say it to the song, let's buy some more of it. Have a party tonight. Yeah. I never kissed a bear, I never kissed a goose. But I can take a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Send you a song, let's buy some more of it. Have a party tonight. Honky Tonky Joe, ooh, is knocking at the door. Bring him in, fill him up, and send him on the floor. Let's have a party. Let's have a party. Oh, let's have a party. Let's have a party. Woo! Send you a song, let's buy some more of it. Have a party tonight. The meat is on the stove, the bread is getting hot. Everybody come and dance the bus to pop the shot. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Let's have a party. Send you a song, let's buy some more of it. Have a party tonight. What are we gonna have? A party in Heidi's kitchen. Hello everybody, Monica, Karen. Wunderbar, schön, dass ihr da seid. Yeah. Hallo, was für ein Auftakt, Wahnsinn. Das wünsche ich mir jetzt immer. Kochen, backen, schnacken mit Elvis, Shelvis, mit, darüber reden wir gleich noch. Wir reden über so viel, ich habe so viele Fragen auf dem Herzen. Hunger habe ich. Shelvis kann kochen, Freunde. Und er kann rühren. Und er kann singen, in allererster Linie. In allererster Linie hat Shelvis heute gerührt und gesungen. Ich bin sehr glücklich. Yes. Shelvis, ich begrüße dich. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich auch total. Wir haben gemeinsam gekocht aus, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, ein Elvis-Kochbuch. Ja, das habe ich mal früh erstanden. Wo das herkommt, weiß ich nicht mehr. Oder ich habe es geschenkt bekommen, um natürlich mich standesgemäß zu ernähren. Und da habe ich natürlich gedacht, sowas darf heute in dieser großartigen Show Kochen, Backen, Schnacken nicht fehlen. Klasse, wir haben uns Gedanken gemacht und wir haben ein Chili daraus gemacht. Mit ganz viel Gemüse, mit Bio-Rindfleisch logischerweise. Es ist mager und gut für unsere Tanzhüften, oder? Perfekt. Ich kann es kaum erwarten. Klasse, 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 klasse. Ich habe meine erste Frage parat. Oh, mir ist so warm. Das ist so ein heißer Typ hier neben mir und er hat mir einen Fächer mitgebracht. Ist das nicht großartig? Die Original Elvis Fliegenklatsche aus Memphis. Die habe ich damals mitgebracht. So was Schräges gibt es nur dort. Und das darf heute nicht fehlen. Das hilft mir. Shelvis, erzähl mir einmal bitte, wie kommt es zu diesem Namen Shelvis? Ja, also ich habe ja zwei Namen. Also Shezad und Elvis. Und zusammengesetzt ergibt es Shelvis. Shezad. Darf ich auch wissen, wo das herkommt? Du kannst auch sagen, nein, ich beantworte dir diese Frage nicht. Ich bin Hamburger Jung, aber meine Eltern kommen zur Hälfte aus Pakistan und die andere aus Deutschland. Wie der Name unschwer sagt, Altmaier, urdeutsch, der Vater war Deutscher, Hamburger. Geil. Hammer. Und meine Mama aus Pakistan. Hervorragend. Ja. Großartig. Shelvis, du hast mir was mitgebracht. Meistens bringen mir meine Gäste ja was Schönes mit. Darüber freue ich mich immer total. Das ist ein Siebengebirge-Gewürz. Nein, eine Siebengewürz-Mischungszubereitung. Was mache ich damit? Ja, natürlich in unseren schönen Chili-Topf reintun. Rein damit. Eine arabische Spezialität. Okay. Vom Ehemann meiner Schwester Jasmin. Ja. Und ja, das gibt dem Ganzen dann noch eine besondere Würz. Cool. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Dann haben wir noch ein paar Dinge hier. Also ich habe natürlich diese stylische Brille, aber die kann ich nicht die ganze Zeit aufsetzen. Deswegen, die war nur so für den Anfang. Die Fliegenklatsche-Fächer. Was haben wir hier? Da eine kleine Gute-Nacht-Puppe oder was ist das? Ja, das ist auch eine coole Elvis-Figur. Elvis war ja praktisch eine Comic-Figur, ist er immer noch. Und das muss natürlich auch vermarktet werden. Eine tolle Barbie-Puppe sozusagen. Die kam auch damals von Mattel raus. Ne? Und die ist auch ein kleiner Stolz. Süß.
da auch rein in diese Kamera. Ne, wir nehmen ja heute mit zwei Kameras auf, denn wir können uns natürlich auch auf YouTube dann sehen. Ja, ganz genau. Und da bleibt das verewigt. Genau. Auf ewig und immer. Auf ewig und weit über unser Leben hinaus. Wahnsinn. Genau. Wahnsinn. Erzähl mir doch mal, mein Lieber, wenn du magst, kannst du ein bisschen Koriander zupfen? Also. Das mache ich doch gerne. Ein bisschen was muss der Bengel auftun, finde ich, oder? Genau. Fang mal einfach an. Erzähl mir doch mal bitte, wie du zu dem King gekommen bist. Wie kam das Ganze? Wie lange machst du das schon? Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Ja, also in den 80er Jahren, da liefen die Elvis-Filme ja häufiger mal im Fernsehen. Ne? Ja. Und da hat man die in den dritten Programmen gesehen, als es noch drei Programme gab. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber so war das in den 70er, 80er Jahren. Ja. Und da hat man das natürlich mal gesehen. Und ich hatte eine Cousine, die war ein riesiger Elvis-Fan. Die hatte aus der Bravo damals die Poster hängen und auch ein paar Platten und die Filme im Fernsehen aufgenommen. Und dann hat man die gesehen, Girls, Girls, Girls. Aber das war ja die Zeit von Shaken Stevens. Den kennst du auch noch, ne? Ja, das war noch deine Zeit, ja, ne? Ja. Marie, Marie. Ja. Und auf den standen meine Cousins, die fanden den gut. Und dann haben die mir Elvis ausgeredet. Und ich als kleiner Junge habe natürlich dann gesagt, ja, höre ich eher auf die Jungs. Aber zwei, drei Jahre später wäre Elvis 50 geworden, 1985. Mhm. Und da liefen die Filme wieder ganz viel im Fernsehen, Fernsehzeitschriften. Und da haben zufällig diese Cousins Jailhouse Rock gesehen. Ja. Also den Film, wo Elvis im Knast da gesungen hat und spielte. Ja. Und auf einmal fanden sie Elvis ganz toll. Und dann haben sie mir gesagt, ja Mensch, wir haben den Elvis-Film gesungen. Und der war ja doch sehr cool. Und dann kam das so, dann haben sie, früher hat man ja noch Kassetten gekauft, ne? Die wurden ja verkauft und dann hatten sie eine Elvis-Kassette gekauft. Ja. Und die habe ich dann auch da gehört und dann habe ich auch meine erste eigene Elvis-Kassette gehört, gekauft. Ja. Und dann Schallplatten. Und dann immer zum Todestag lief auf Radio Schleswig-Holstein 7 Stunden Elvis. Und du glaubst gar nicht, damals hat man ja noch auf Kassette aufgenommen. Ja. Und ich als 11-12-Jähriger habe mich da hingesetzt mit der Kassette. Ja. Immer nach 45 Minuten gedreht und dann alles aufgenommen. Ne? Und aber ich war ja erst 11 oder 12 Jahre alt. Und dann musste ich irgendwann ins Bett und ich war so ärgerlich, dass ich die letzte Stunde nicht aufnehmen konnte damals. Da bin ich heulend ins Bett gegangen. Ich will nicht schlafen, ich will Elvis zu Ende aufnehmen. Aber später habe ich das dann alles auf Platte und so gekauft. Und dann haben wir auch einen Videorekorder und dann hat sich das alles so entwickelt. Und durch diese Radioshow wurde ich inspiriert für meine eigene Radioshow. Ich habe ja auch seit fast 30 Jahren eine eigene Radioshow. Ach was? Die läuft immer, früher lief sie im offenen Kanal Hamburg, inzwischen auf Tide Radio. Ja. Und ja, jeden zweiten Montag im Monat zu anderen Themen. Ich stelle jeden Monat eine andere Elvis-CD vor. Unglaublich, es kommen ja immer wieder neue Aufnahmen raus. Die finden immer was in Schubladen. Es ist verrückt, aber unfassbar. Sowas zeigt natürlich, Elvis lebt. Elvis natürlich auch noch. Und ist das deine Art, so das Andenken an ihn alive zu halten? Ja, ja. Also durch diese Radioshow, die du da machst? Auch, oder? Ja genau. Also ich freue mich ja immer, die Freude, die ich habe, mit anderen Leuten zu teilen. Und damals und glücklicherweise ein kleines Talent zum Entertainen und Unterhalten bekommen hat, ist es natürlich, wäre es eine Schande, sowas nicht mit der Welt und meinen Zuschauern und dir und meiner Schwester und allen zu teilen. Und das ist meine Lebensaufgabe. Es ist eine Berufung. Der also, ist so süß. Vielen Dank, du auch. Sehr gebildet. Hast du mehr Fragen? Ja, aber jetzt hast du mich so durcheinander gebracht. Wenn man mich Baby nennt, dann schmelze ich quasi dahin. Ja, ich hatte eben noch eine schöne parat. Nee, habe ich vergessen. Echt? Aber ich habe einen kleinen Spickzettel und da darf ich mal drauf gucken. Wann da dein erster Auftritt? Also mein erster richtiger Auftritt. Also ich war ja eigentlich Schlagzeuger in der Schülerband. Aha. Ja, also ich habe, Prost, ein wunderschöner Tee. Wie heißt der Tee? Was ist das? Das ist so ein Mango-Tee gemischt mit Pfefferminz. Ja, perfekt. Zu empfehlen. Oder? Also, sehr erfrischend, oder? Wunderbar. 7 Zuschauer, eine kleine heitere Runde. Ich sage immer nur, nur die Harten kommen im Garten. Aber die anderen werden es dann natürlich auch auf den anderen Kanälen früher oder später sehen. Ich freue mich wirklich wunderbar. Ja, der erste Auftritt. Mhm. Ich hatte, wie gesagt, ich spielte Schlagzeug in der Schülerband.
Aber zum ersten Mal als Elvis aufgetreten bin ich auf meiner Abiturfeier 1994. Ja. Tatsächlich bin mal zur Schule gegangen, habe Abitur gemacht. Und da habe ich eben zum ersten Mal, also zuerst habe ich Schlagzeug gespielt, also ja, bei der Schülerband. Ja. Und die Leute haben mich genötigt, selber auch aufzutreten, ja, als Elvis. Ja. Und da bin ich dann, ja, also ich habe früher noch nicht diese Karaoke-Version gehabt, 1994 hat man wohl das zu Hause noch nicht so, ist noch nicht so verbreitet gewesen, gab es ja auch noch kein Internet, ne, und da habe ich das von Kassette dann abgespielt, über Elvis Originalstimme habe ich da gesungen. Die Aufnahme gibt es tatsächlich noch, vielleicht werde ich die nochmal hier, soll ich mich hier drehen, oder hin und her, okay. Werde ich mich dann nochmal in die große Elvis-Doku wagen, an die wagen. Mhm. Und dann habe ich, wie gesagt, den ersten Auftritt gehabt, aber ich hatte einen Bekannten und der hat damals im offenen Kanal immer Fernsehsendungen gemacht. Mhm. Und er hatte eine Schlagersängerin als Frau, der hieß Karl-Hermann Freier. Und der hat eben die Shows im Fernsehen gemacht, ich im Radio. Und da habe ich zum ersten Mal auch die Lieder so gesungen im Studio. Der hatte ein Heimstudio. Und da habe ich dann meine ersten Versuche sozusagen gemacht, da zu singen auch so ein bisschen. Aber ehe ich so größer aufgetreten bin, hat das noch einige Zeit gedauert. 1999 war es, da hatte ich eine Band, wir hießen Freakaholics, haben wir lustige Lieder verrockt, ein bisschen Funk rein, so Punk bisschen, haben wir coole Sachen gemacht, das ist jetzt 20 Jahre her, vielleicht lasse ich das auch mal wieder aufnehmen, ne? Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Und dann, aber vorher war ich, du willst mich bestimmt auch auf Graceland ansprechen, habe ich recht? Ja, aber ich habe meine Frage wiedergefunden, ja, in meinem, ja, kleinen Hirn. Der macht mich auch wahnsinnig hier. Sexy. Zwei Elvisse. Du hast ja, wenn du singst, eine wahnsinnsähnliche Stimme. Ja, zufällig. Die kann man sich nicht kaufen, die kann man sich, glaube ich, auch nicht antrainieren, oder doch? Weil, ja, ein wenig. Also das finde ich schon echt imposant und interessant. Wie kommt das? Wie das kommt. Ja, ich habe das alles wohl so verinnerlicht. Ich habe den King in mich so aufgesaugt, sozusagen. Und dass ich, ja, das ist natürlich Glückssache. Das kann man, wie gesagt, entweder hat man dafür ein gewisses Talent, ja, oder man muss es hart erarbeiten. Es gehört alles dazu. Ne? Ja. Talent allein ist auch nicht alles. Ne? Man, ja, muss ja auch, und singen allein ist es ja auch nicht. Ne? Man muss ja unterhalten. Verstehst du? Man muss, ja, die Leute. Körperbewegung. Ne? Wie du auch. Es gehört Entertainment dazu. Man muss, ja, die Leute mitreißen. Man muss auf sie zugehen. Und ja, ich sehe mich ja eigentlich so eher als Elvis Entertainer. Ja. Im Wackel-Elvis-Look. Sozusagen. Und da habe ich eigentlich auch so eine. Ich nehme das auch nicht zu ernst. Es gibt viele von meinen Kollegen, die glauben, sie wären Elvis. Und sowas ist das Falscheste, was man eigentlich tun kann. Ja. Denn Elvis kann man gar nicht kopieren. Der war so einzigartig. Ja, ja, ja. Es hat nur einen King gegeben und den kann man auch nicht kopieren. Ja. Ne? Und darum sollte jeder auch seinen eigenen Weg ein wenig gehen. I did it my way. Das ist so. Aber die zuzuhören ist schon schön. Tour. Und vielen Dank. Das ist schon toll. Ich freue mich natürlich immer wieder. Geneigtes Publikum. Deine Reise nach Graceland, auf die spreche ich dich jetzt tatsächlich an. Erzähl mal davon. Ja, also wann war das? 97? 97 zum 20. Todestag. Er ist ja 1977 gestorben. Kann sich vielleicht erinnern, ich weiß es nicht. Nee, ich war nicht so into Elvis damals. Ich komme erst jetzt, werde ich okay, so Fan. Okay, Baby. Lieber spät als nie. Don't call me baby. That's dangerous. You give me fever when you kiss me. Fever when you hold me tight. Fever? Okay. Ja, und dann, da habe ich eine schöne Rundreise gemacht. Da, ja, war ich zuerst in Memphis, dann in Nashville, wo Elvis ja auch viele Platten aufgenommen hat. Dann war ich in Las Vegas, mhm, in dem Hotel, wo Elvis aufgetreten ist. Das, mhm, war natürlich erhebend. Dann war ich in L.A., wo Elvis Filme gedreht hat. Ja. Und letztendlich war ich dann in New York, als das World Trade Center, das übrigens heute, vor 19 Jahren, in Schutt und Asche gebrochen ist. 19 Jahre, ja, mein Sohn ist 19 Jahre, ich weiß das noch wie heute. Die Zeit aber darüber läuft, wollen wir, ne, nicht sprechen. Nee, nee, nicht. Das ist was anderes. Aber als ich da in Grayson war, diesen Trubel da, das kannst du gar nicht, das ist auch ein Riesenzirkus.
Damals habe ich mich noch nicht so verkleidet. Ich war in Zivil da, wollte mir das erstmal anschauen da. Die ganzen Fans und Imitatoren, das hat mich schon fasziniert und auch inspiriert, vielleicht mal selber in diese Fußstapfen zu treten und dann ja mal selbst das Ganze aufzumischen. Und darum muss ich da früher oder später, spätestens nach Corona, auch wieder hin. Vielleicht kommst du ja mit. Who knows? Und dann machen wir eine große Tour nach Tennessee. Right. Und vielleicht führe ich sogar durchs Haus, ne, für die deutschen Zuschauer. Sowas hat es auch noch nicht gegeben. Ein Live-Guide auf Deutsch. Ich zeige euch Graceland. Das ist ja interessant. Ich habe da noch nie verkleidete Elvisse in Graceland im Haus gesehen. Also vielleicht ist das nicht erlaubt, aber vielleicht machen sie bei mir eine Ausnahme. Verkleidete Elvisse, das ist auch eine sehr schöne Aussage. Ja, ich halte mich hier an meinen Barbie-Elvis. You're my Barbie-Girl. Sag mal, du hast mir erzählt, dass du einen Weltrekord auf die Beine gestellt hast. Ja, tatsächlich. In was? Im Dauer-Elvis-Sing. 2 Sekunden, oder waren es 9 Minuten und 2 Sekunden, ich weiß es nicht mehr, ins gläserne Studio von Radio Hamburg gesetzt. Vielleicht erinnerst du dich, damals im Speersort war ein gläserne Studio. Ja. Das gibt es heute nicht mehr. Ja. Und da haben sie mir einen Thron aufgestellt, einen goldenen Thron. Ach, und da habe ich Platz genommen und habe da tatsächlich 40 Stunden mehr oder weniger am Stück gesungen. Alle 4 Stunden hatte ich 15 Minuten Pause. Und dann habe ich 75 Lieder immer in Schleife gesungen. Ne? Oh, also 25 aus den 50ern, 25 aus den 60ern und 25 aus den 70er Jahren. Und nachts kamen die Penner an die Scheibe, haben geklopft und wollten schlafen. Und ich ihnen, love me tender. Ich singe dir ein Schlaflied, mein Lieber. Aber es gab kurz davor ein Riesendrama, als ich, als das Kamerateam morgens kam, so Sat.1, ARD, RTL, ne, da bin ich vom Thron runter, habe die Tür geöffnet und auf einmal war meine Stimme weg. Nein. Was da für ein Grauen war, also die Panik im Sender, aber dann haben mir natürlich alle Bekannte auch Honigtee gegeben und dann habe ich das gelöffelt und dann kam die Stimme langsam. Aber ich hatte Blasen auf der Zunge. Das glaubst du gar nicht. So habe ich noch nie erlebt. Richtige weiße Blasen auf der Zunge. Das gönne ich keinem. Diese Überbeanspruchung. 40 Stunden reden ist ja allein auch praktisch unmöglich. Und singen noch, das ist wirklich ein... Was hat man jetzt? Was hast du jetzt davon? Also von diesem eingesackten Weltrekord? Ja, ich hatte leider nicht lang was davon, denn kurz Zeit später wurde der Rekord gebrochen. Und da hat jemand 42 Stunden gemacht. Das war der Eifel-Elvis, Franz Nüwe, unser Freund. Und der hat mich dann entthront sozusagen und stand lange Jahre im Guinness-Buch der Rekorde. Ja. Aber ich habe den Rekord als erster Deutscher gemacht und darum habe ich natürlich auch mega Werbung bekommen. Sogar ein Interview aus Washington. Ein Radiosender aus Washington hat mich angerufen und mich interviewt am Tag danach. Und das war eine coole Sache. Cool. Schön. Und diese Aufnahme habe ich auch heute noch. Sehr schön. Ich hoffe, ihr habt immer noch Spaß. 10 Leute. Wunderbar. Juhu. Eine Frage habe ich noch. Nur die Haare kommen gar. Du hast ja schon so ein tolles Ziel erreicht mit deinem Weltrekord. Was für Ziele hast du denn noch oder was für Ziele hat man überhaupt als Elvis Entertainer? Ja, also ich habe ja schon 2008 mal ein Konzert mit einem großen Orchester gegeben. Mit den jungen Symphonikern war das damals in St. Georg. Ja. In der Heinrich-Wohlgast-Straße. Ja. Schule. Und so ein Konzert würde ich gerne auch nochmal wiederholen. Vielleicht zum 20. Jubiläum. Ich habe in 3 Jahren mein 20-jähriges Elvis-Jubiläum. Ja, da will ich richtig ganz groß auffahren. Da bist du natürlich auch dabei. Da seid ihr hoffentlich auch alle dabei. Das wird die größte Party mit vielen Leuten und Fernsehen, Radio. Und da plane ich wirklich ein ganz großes Ding. Da können auch viele befreundete Musiker auftreten, singen und performen. Geiler Scheiß. Und da machen wir die größte Las Vegas Party, die Hamburg je gesehen hat. Elvis wird 20. Cool. Das wird schon lustig. Bevor wir mal unser tolles Essen probieren, respektive deins, wozu du so schön die Hüften geschwungen hast. Yes. Gibst du uns noch einen Song, oder? Zusammen mit dir? Fang du mal an, würde ich sagen. Okay. Und dann schauen wir mal. Hat jemand eine Uhr?
Ja, ich habe das alles im Blick. You can sing, darling. Okay, alright. Wo ist das Mikro? Das weiß ich nicht, wo du das hingepackt hast. Ah, hier ist das. Mein Helferlein. Okay, dann machen wir mal. Can't help falling in... Ach, wie schön. Oh. Und jetzt geht's los. Ich halte hier mein Mini-Elvis. Alright. Für alle meine Süßen hier. Wise men say, only fools rush in. Oh, schön. But I can't help falling in love. Perfect, baby. Shall I stay? Would it be a sin? Sing it, baby. But I can't help falling in love with you. Applause, applause. Like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand. Take my whole life. Sing, mein Engel. Das passt, ne? Und trinken wir Michel auf. Wollen wir das machen? Oh, das ist machen wir mal eine neue Predigt. Seid ihr dabei? Im Michel. Shelvis und der Weihnachtsengel Heidi. Keine Ahnung. Genau. Wir machen das. Bauen wir nur ein paar Flügel, ne? Klasse. Oh, ist das Essen schon fertig? Schaut mal hier. Wir müssen wunderbar, ja auch mal ein kleines bisschen präsentieren, was wir hier gemacht haben. Flaming Star. Dazu gibt es noch Rice. Und du magst keinen Käse, habe ich gehört. Stimmt das? Nicht so gern. Okay. Wir finalisieren das gleich nochmal, aber ich möchte die Menschen quasi hören, ob dein Essen schmeckt. Mach mit. Okay. Ich habe Schiss alleine. Delikat. Deine Schwester kann kochen wie der Teufel. Geil. Meine Schwester hat auch mitgemacht. Jasmin muss auch einmal ins Bild kommen. Komm, doch, doch. Doch, komm. Doch, doch, alle wollen dich sehen. Komm, mein Schatz. Applaus für meine Schwester Jasmin. Mm. Wir haben das alle zusammen zubereitet. Hervorragend. Auch einmal zu Insta, komm. Da ist die Kamera, komm. Sie ist doch die Selfie-Queen.
Da unten. Selfie Queen Jasmin Eichmeier. Jasminas World, wer möchte. Gerne liken, verfolgen und dann geht's weiter. Ja, vielleicht macht sie ja auch mal eine Kochshow. Großartig. Wollen wir das machen? Wir machen ganz viel. Also, für heute sind wir, glaube ich, ist das durch. Schon vorbei? Die halbe Stunde ist fast rum. Ich habe aber noch ein Song passend zum Gericht. Hast du? Ja. Hau raus. Und zwar heißt das ja Flaming Star. Ja. Das weißt du, ne? Ja. Flaming Star. Okay. Und so heißt auch ein Lied von Elvis. Und okay. Ein Film auch. Und das möchte ich jetzt ich noch mal einfach singen. Weiter. Genau, da habe ich nochmal das Mikro. Und dann machen wir nochmal zum Ausklang die große Flaming Star. Here we go. Mal sehen. Hau raus, mein Lieber. Ob das richtige Lied kommt? Nein. 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 Yeah! Every man has a flaming star. Ach, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time. His time has come. Yeah, baby. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep your eye on me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Wunderbar! Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. Flaming star. 13 Leute! When I ride, I see that flaming star. That flaming star in my teller. And when I eat that old flaming star, it's tasty here. Oh, tasty there. Und zusammen. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, schmeckt so gut, flaming star. There's a lot of living I gotta do with you, baby. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. See that flaming star, eat that flaming star in my stomach. This flaming star is so tasty here. I know this time has come. What a great flaming star. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, ich schmeck so gut, my flaming star. There's a lot of eating I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star! Flaming star! Wunderbar für euch! Und das Rezept gibt's auch auf meiner Seite. Und bei Heidi kochen, backen, schmecken. Kochen, backen, schmecken? Schnacken. Ja, schnacken, sicken. Wir machen alles, ne? Hervorragend. Ja, wollen wir wirklich schon aufhören? Oder noch ein? Nee, wir sind jetzt am Ende leider angelangt. Wir machen höchstens nochmal eine Sendung. Wie findest du das? Zu Weihnachten. Es gibt hier tolle Elvis-Kekse. Zu Weihnachtszeit. Ja. Wollen wir das machen? Ja. Da singen wir Weihnachtslieder. Ja. I'm dreaming of a white Christmas. Ja. Und ja, vieles mehr. Ich bin dabei. Ja. Ich freue mich. Tschüss, vielen Dank fürs alles Zuschauen. Alles Gute, meine Süßen. Bis zum nächsten schön, Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Hat uns wirklich viel Spaß gemacht. Schmeckt wunderbar. Ciao. Kocht es gerne nach. Und habt eine Party. Alles Gute. Ciao. Arrivederci. Tschüss. Okay. Tschüss.